Was für ein Essen habe ich eigentlich gerade ausgerüstet? Sandwich. Na komm. Sandwich. Da besteht das gar nicht aus Sand. Und es sind auch nicht mit Hexen belegt. Woher kommt das Wort Sandwich eigentlich? No way. Ja, Namensherkünfte. Woher stammen Wörter allgemein? Alright. Woher wissen wir, dass ein Apfel überhaupt ein Apfel ist? Die Türe dieses Raums sind auch verschlossen. Ich werde mich mal umsehen. Wie, dieser Speicherkristall leuchtet. Ja, stimmt, der hier wäre jetzt eigentlich versiegelt gewesen. Aber weil ich, wie schon gesagt, die entsiegelten Speicherpunkte übernommen habe, ist der nicht versiegelt. Erläuterung zu Speicherkristall und versiegelten Speicherpunkten lesen. Brauche ich eigentlich nicht, weil wie gesagt, es gibt ja keine versiegelten, weil ich ja alle entsiegelten übernommen habe. Da muss ich nicht gegen jeden einzelnen Gegner hier kämpfen, um zu sehen, wer jetzt von denen den Speicherkristall bei sich trägt. Nö. Ach ja, wenn ich mich sogar recht erinnere, war ich hier bei der GameCube-Version. So ein GameCube. Können wir nicht durch. Hier können wir auch nicht durch. Was bist du für eine merkwürdige Maschine? Zyklus-Sperrsystem. Diese Ebene verwendet das Zyklus-Sperrsystem. Die Ladepfeiler müssen mit voltartiger Elektrizität geladen werden, um die einzelnen Abschnitte zugänglich zu machen. Die Pfeiler entsprechen den 80 Grad, ja, nein, 180 Grad, 90 Grad und den 45 Grad Panelen auf dem Boden. Dann bringe die Fahrpunkte im Zentrum im Einklang. Ich verstehe kein Wort. Ich schätze, ich muss diese Pfeilerdinger da drüben mit Elektrizität beschießen. Vielleicht kann ich die komische Funktion aus dem Mana-Ring nutzen. Erst unten wollen wir. Wloop. Wow, das komische Ding in der Mitte des Raums hat sich gedreht. Und ich glaube, das Licht hat aufgeleuchtet. Ich höre etwas hinter der Türe auf der Seite, wo das Licht geleuchtet hat. Vielleicht sollte ich mir das mal ansehen. Das Licht geleuchtet hat? Die Tür? Reinforcements, Oder? huh? Das kann doch gar nicht sein! No way! Leute, kann doch gar nicht sein! Er verarscht mich! I was just warming up. Ist eigentlich ein und derselbe Gang noch. Nee, ist nicht. Ist was anderes. Flop. Passage zum Eingang ist offen. Oh, sweet! Vielleicht dreht sich das Ding in der Mitte um denselben Winkel wie auf dem Boden angezeigt. Hey, bin ich schon clever. Ja, was? Ja. Das ist ja sich gelohnt, im Unterricht nicht aufzupassen. Magisches Tuch. Jetzt will ich doch gerne mal was überprüfen. Weil hier hat mir damals eine Kiste gefehlt. Und laut Komplettlösung, wo ich es nachgeguckt habe. Der innere Blau mit dem äußeren Grünen. Angeblich. Wenn da jetzt die andere Truhe ist. Ich stelle dich als Vier reinrenne. Reinforcements, huh? Hallo! Was willst du? What do you want to have? Eins aufs Maul, komisches Hühnchen. Roboterhühner! Roboterhühner! Alright.
Was ist wirklich die Truhe? Komplettlösung hat mich nicht angelogen. Warum sollten sie auch Lügen schicken? Das widerspricht dem Sinn von Komplettlösungen. Passage zum Kontrollzentrum ist offen. Moment, jetzt habe ich gar nicht hier wegen Dings gezeigt. Gehen wir nochmal zurück zum Eingang. Check, du machst wieder alles viel zu schnell. Ich meine, wir wollen ja raus hier. Wieso gehst du nicht zum Eingang? Weil, ja. Ach, ich bin... da bin ich schon so weit und jetzt geht die Tür nicht auf. Ich muss wohl einen anderen Weg suchen. Ja, und deswegen gehen wir oben, weil das der einzige Weg ist, der noch übrig bleibt. Checken verschwitzt mal wieder alles. Nee, nee, nee. Kleines, närrisches Hühnchen. Mach mal Dinge wieder viel zu schnell. Das ist wie in Point-and-Click-Adventuren. Wenn der Spieler weiß, wie es eigentlich weitergeht, aber die Spielfigur noch nicht über das nötige Wissen verfügt. Um mein Rätsel zu lösen. Passage zum Kontrollzentrum ist offen. Schon wieder. Jetzt kannst du nochmal speichern. Save early, save often. Boah! Hey du, was hast du hier zu suchen? Oh oh. Tschüss, ihr Anfänger! Phew, that was close. And just who the hell are you? Hoppla! Hallo, komischer Typ mit Schnauzbart. Schnurrbart. Give me your name, and I shall give you mine. You certainly have guts. But I'm afraid I don't see the need to introduce myself to a miserable little creature like you. Hey! Nur weil ich keinen Schnurrbart habe, so wie du. What a coincidence. Because I don't see a need to introduce myself either to a moron who doesn't realize how pathetic he is. Why, you little... An X-Sphere? You're... Lloyd? Ja, weil Lloyd auch der Einzige ist, der mit dem X-Sphere rumläuft. Sag mal, steht da irgendwie mein Name drauf, oder was? And if I am? Hm. I see the resemblance. Von wem? Sir, we've received reports that the Chosen's group has infiltrated the facility. Lloyd hat Colette doch geholt! You're the Design that attacked Acelia! So you're Lloyd. Now this is amusing. Wenn du meinst, Margarino. Boda, I'm leaving for now. Our plans will be ruined if he sees me. What of the Chosen? I'll leave that to you. Understood. Lloyd, the next time we meet, you're mine. Nein, geh weg! Just you wait. Was willst du überhaupt von mir? Was wollen die alle überhaupt von mir? Lloyd, are you okay? Are you alright? Are you hurt? He looks fine. You guys all came for me? Nö. He's moving XP here. I'll take care of everyone at once. Get ready. Na, dann wollen wir doch sehen, Margarine. Ready for a real fight? Fight! X-Star.
Kurse besser so, da die kleinen komischen Fußsoldaten. Take care! No, no way, Rust! Lightning! That's a jam! Ich hab eigentlich gesagt, du sollst einen anderen Typen angreifen, aber auch egal. Take that, so. Get him! Lightning! How's that? No way! Get him! Lightning! So, Kratos ist mit dem beschäftigt. Den anderen! Don't overdo it. In Menü wärst gerade nicht beschäftigt. Du magisches Auge auf die Margarine. Naja, einfach alle drauf kloppen. Nein! Chicken verwirrt! Chicken ist sterben! Was soll ich denn die ganze Zeit Thrust? Obwohl darfst du ja, du bist ja nicht mein Heiler. Okay, let's do the usual. Colette, zurückhalten. Don't overdo it. First aid. Take this. Stalagmite. Nee, das war schön. So offensiv. I'm counting on you guys. Take this. First aid. Wer keine Attacke im Overlimit abbekommen, da sind die nämlich um einiges stärker, die Angriffe. I underestimated your power. Just as I expected. Giftblocker. Minus 0,9! Ja, das werden wir noch einige Male sehen, dass wir nach Bosskämpfen Minusgrad bekommen. Aber hey. I underestimated your abilities. Hey Rain, auch da, hä? Hast dir aber ganz schön Zeit gelassen. Professor! Ah, Lloyd. Genus told me what happened. Was war das denn jetzt mit diesem Ah, Lloyd? Das ist so irgendwie halt wie Ah, hallo Lloyd, da bist du ja. Ja, kann passieren, ne? Ja, mir doch egal. I apologize for the trouble he's caused you. No, I'm the one that dragged Genus into it. I'm sorry. Wieso? Er hat doch dich gebeten, mit ihm zur Menschenfarm zu kommen. Save the chit-chat for later. We shouldn't stay here long. You're right. I opened the escape route just now. Let's go. Ja, hinfort, geschwind, wie der Wind. Neusch, du bist auch hier. Ja, er hat Colette geholt. Nachdem er euch gefolgt ist. Eine Frage. Das kristalline Objekt auf dieser Waffe. Ist das einer der X-Fears, die Genus erwähnt hat? So scheint es. Ach ja, du verwendest ja auch einen X-Fear. Das ist dir ja so aufgefallen. Ja, das ist mir aufgefallen. Das hat man auch in der Cutscene gesehen, wo du untertrust wurdest, Kratos. Stell dir mal vor. Was sind denn X-Fears eigentlich genau? Das zu erklären, dauert eine Weile. Reden wir darüber, wenn wir in Triad sind. Okay, ja, okay. Neu gehen wir. Auf zurück nach Triad und zwar erstmal, wie sieht's eigentlich mit euren ganzen Ausrüstung? Ach, komplett einfach fast nichts. Da bekommst du die Stiefel, Giftblocker. Macht das überhaupt außer vor Giftschützen? Da kommt mein Heiler, mit der nicht, falls er vergiftet wird, ein Gift. Ich bin angeschlagen, ich sollte vielleicht nicht kämpfen. Ja, zurück nach Triad. Erkenne deinen Feind, Lloyd, was? Der Kampf vorhin. Willst du mir damit sagen, dass ich dir im Weg war? Du warst nicht schlecht. Offenbar hast du dich ein wenig verbessert. Bitte? Du musst mehr über dich und deinen Gegner lernen.
Wenn du deine Fähigkeiten kennst, kannst du den Gegner effektiver bekämpfen. Na, manchmal wirst du gegen Gegner kämpfen, die dich vergiften können. Manchmal werden deine Fähigkeiten durch Magie blockiert. Den Unterschied zwischen Erkennen und Nicht-Erkennen dieser Gefahren und wie man sie vermeiden, nur das Schwert hin und her zu schwingen, reicht nicht. Vergiss nicht, dass auch das Lernen zu Stärke führt. Kratos, ich habe schon zu viel geredet. Lass so, los geht's, dröhnen nicht rum. Ja, das sagst du zu jemandem, der ne, im Unterricht schläft.